du, da, du. Da, also wir brauchen Zahnräder, wir brauchen Eisenplatten. Zack. 173. Ja, Circuit Boards ist das einzige wirkliche Problem. 100 davon, 100 davon, Circuit Boards, nicht genug. Problem, was hierbei auch entstehen wird, irgendwann sind die Bells voll. Das heißt, wenn ich nicht genau gleichmäßig rein viel tue, wie benötigt wird, wird das alles zu schnell verstopfen. Noch ein Nachteil von diesem System. Ich entdecke immer mehr Nachteile und kaum Vorteile. Außer halt die Kontrolle. Ich denke, wir werden später aber diese Compartments dann doch wieder verknüpfen. Aber so kann ich sie wenigstens gezielt an- und ausstellen und gucken, wo welche Förderbänder was hinbringen. So, was fehlt hier? Arme. Dezentes Problem, ja. Kann man nicht anders sagen. So. So. Viel besser. Ja, und die legen nichts drauf, weil hier kein Platz drauf ist. Ich könnte die Kisten... Erstmal könnte ich einfach kurz warten, ob sich da irgendwas ergibt. Nö, so bisher kein einziges davon raufgelegt. Also Plan wäre jetzt, wir setzen die Kisten so hin, dass es andersrum läuft. Ja, machen wir mal kurz. Kiste weg, Kiste weg. Kiste dahin, Kiste dahin. Zauber, Zauber. 50 davon. Wo sind die? Moment mal. Ja, die habe ich jetzt alle schon verbaut. Mist. 50 Ärmchen. Da lassen sie. So, und die kommen jetzt dahin. Dann wird das hier rausgenommen. Auf ein Fließband gelegt. Der Gestalt. Und dann auf den äußeren Bereich gelenkt. So. Das heißt, die Produktion von den roten Tränken ist jetzt innen. Die Produktion von den grünen Tränken ist außen. Es geht sich hoffentlich so weit auf. Ich habe das starke Gefühl, dass dem nicht so sein wird. Ich brauche mehr schnellere Arme. So. Feind. Oh, der ist größer geworden, glaube ich. Oh. Ja, ich glaube, der ist größer geworden. Mist, 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 Mist. Muni, und zwar panzerbrechende Muni hätte ich gerne. Was sagt unser Eisen? Eisen sagt, es kommt viel zu wenig an. Da habe ich irgendwo wieder Kohle vergessen, nachzukippen. Ja, Stein ebenfalls. Zu viel oben umgebaut. Jo, alles am Schein. Kohle, Kohle. Ich freue mich schon so dermaßen, wenn wir später die elektrischen Schmelzöfen haben. Du noch. So, Kupfer. Kupfer wird auch bald aus sein. Bei jedem Gang ein Baum weg. Licht. So. Es ist faszinierend, dass die Vorräte hier immer noch reichen. Weil ich habe recht früh damit angefangen. Aber es wird auch problematisch, wenn sie aufhören da zu sein. Wir haben noch da ein Feld. Ist das innerhalb unserer Mauern? Und hier muss so viel Holz weg. Ja, ist noch innerhalb unserer Mauern. Ja, das wird noch eine ganze Ecke dann reichen. Was haben wir denn hier noch an Zeug? Nichts. Ganz viel davon. Hier unten bappe ich jetzt mal die zum Beispiel hin. Wobei das Schwachsinn ist, weil wir haben ja später diese Unterbereiche. Also ein Unterbereich, wo nur die hergestellt werden. Und dann sollten die Gegenstände auch da gelagert werden. Ist irgendwie praktischer. So, wie viele Eisenplatten haben wir? 103. Ja, das ist nicht so viel. Ich hätte gern mehr davon.
hätte gern mehr. Kein Stein da auflegen. Ich hätte gern mehr Mauern. Und ich hätte gern die panzerbrechende Munition für mein Gewehr. So, wie schaut's hier aus? Es werden nur noch rote Tränke hergestellt. Grüne Tränke sind aus, weil keine Greifarme und Dingens da sind. Okay. Wie schaut's hier aus? Ja, Computerchips sind alle. Problem, wenn ich jetzt Computerchips herstelle und sie da reinlege, wird kein Platz da sein, um die Computerchips hinzulegen. Das heißt, ich werde hier ebenfalls entweder einen Splitter einbauen müssen. Ich denke, ich nehme einen Splitter. Das verdoppelt unsere Laufzeit. Splitter da. So. So. Müsste dann hinhauen. Mehr Chips da rein. So, Arme werden rausgenommen. Arme werden hier reingetan. 50 Arme. 50 Förderbänder. Was sagt die Forschung? Wir haben 50 Science Packs, 90 Science Packs. Das wird niemals nicht reichen, um hier das zu machen. Ja, warte. So. So. Ich stelle jetzt da Arme hin. Einfach weil ich denke, dass wir nicht schnell genug produzieren werden. Die Arme kann ich aber jederzeit schnell abreißen, wenn das sich hier zu sehr füllen sollte. Was ich aber nicht wirklich glaube. Dann gucken wir mal, was wir mit dem Schwefel hinbekommen. Und so fängt es an mit dem doch wieder automatisieren. Nee, nee, nee. Aber wahrscheinlich auch besser so. Compartments bleiben aber trotzdem. Das heißt, das wird jetzt das Compartment für Fließbandproduktion. So. Ein schöner Vorteil, den ich auch noch gefunden habe zwischenzeitlich von diesen Compartments, ist, wenn man später Flugroboter hat, kann man diese Kisten hier unten, die Input- und Output-Kisten, so konfigurieren, dass die Roboter sie verwalten. Das heißt, du kannst den Robotern sagen, füll die Kiste immer bis zu so und so und hol aus der Kiste ab und so weiter. Ist dann wesentlich effektiver später. Also wenn man so einen riesen Wust hat aus miteinander verbundenen Maschinenparks quasi. So, was fehlt euch? Immer noch Chipsets. Ja, vielleicht hätte ich eher zuerst die Chipsets bauen sollen. Hm? So, verbauen, verbauen. Hau rein, hau rein, hau rein. 200 Science Packs. Ja. Die tue ich mal von Hand rein. So. Die 50 tue ich hier schon mal rein. Ja, nach und nach wird das wieder. Okay, Strom sieht gut aus. Kohle sieht gut aus. Eisenplatten sehen gut aus. 1000. Boah, wir haben viel zu viele Kupferplatten. Wir haben viel zu viel Draht. Das kann so nicht aufgehen, denn wir haben die da. Okay, nächster Science, nächster Park. Obwohl der noch gar nicht fertig ist, ist mir egal. Ich brauche jetzt den Circuit Board Park und ich sehe ein Problem. Da oben ist Eisen, das ist im Weg von unserem Fortschritt. Von unserem Muster. So. Ja. Das ist doof. Aber gut, müssen wir das kurzfristig anpassen. Obwohl, nee, die Laufbänder laufen auch über Ressourcen rüber, das ist gar kein Problem. Okay, okay. Dachte schon. Kann das Spiel mir noch nicht antun, eine schöne Symmetrie zu brechen. Du. Du, du, du. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Die kriegt Kisten voll mit Draht. Vielleicht auch ein bisschen an Eisenplatten, aber primär voll mit Draht. Ich sollte erst das Fließband bauen, damit ich sehe, wo es langläuft.
hier. Später mal. So. Kiste. Da ist die Holzkiste. Da ist die Eisenkiste. Also du brauchst nur Draht und das. Und hier ist der Output. Da kommen die Chips bitte rein. Das da. So. Input für das ganze Ding. Hier 200 Platten. Hier. Wo ist der Draht? Stopp, hör auf zu arbeiten, bevor du alles zu spammst. Also wir sollten erstmal den Draht abholen. Dann das Fließband weitermachen und dann das hier machen. Auch wenn ich ziemlich hibbelig bin, dass ich endlich die ganzen Circuits haben will. So, 799 Kupfer. So. Ok, ok. Halt dich ran. Hier britzelt alles inzwischen. Das ist schön. So, jetzt. 200 Platten. Power Armor. Nein, ich will keine Power Armor. Wir haben gerade Schwefel erforscht. Das ermöglicht Schwefelsäure. Da braucht man Eisenplatten für, Schwefel und Wasser. Und das Ganze wird gemacht in einer Chemiefabrik. Haben wir noch keine von. Das nächste, was wir brauchen, gucke ich gerade, ist Plastik. Plastik ist sehr wichtig. Explosivkörper und Raketen sind auch sehr wichtig, aber nur für den Spielspaß. Also Plastik. Weg mit dir. Ich habe jetzt doch alles schon reingeschmissen, obwohl ich das nicht wollte, bevor die ganzen Ärmchen da sind, so. Okay. Du. Oh. Nein, ich wollte den Baum zerstören. Ich hasse die Bäume. So. Du. Da. Fangen zu arbeiten. So. Runter, 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 runter. Müsste soweit alles laufen. Also Kupferdraht und Platten werden innen gelegt. Schön abwechselnd. Und außen kommen die Circuits und alles ist gut. Licht. Mehr Licht. So. Einmal Licht hier. Einmal. Eine Sache, die Sie unbedingt einführen sollten, dass in diesen Dämmerphasen, wo wir jetzt gerade drin sind, dass das Licht trotzdem schon angeht. Sonst hat man es teilweise dunkel und dann springt das Licht erst so spät an. Das ist alles doof. So. Soll erstmal reichen. Also wir kriegen jetzt ganz viele Circuits rein. 17. Hält sich irgendwie noch in Grenzen. Und ich sehe einen Überschuss an Eisen, weil kurzfristig da irgendwas blockiert war. Das ist nicht so schön. Können wir aber durch einen Splitter hier wieder hinbekommen. So, weil es werden niemals durchgehend überall grüne Chips im äußeren Bereich sein. Das heißt, wir können den Bereich ruhig nutzen für sowas. Teilt sich alles schön auf. Passt. Ärmchen. Ärmchen rein, Ärmchen raus. Ärmchen raus, Ärmchen rein. Kisten. Eisenkisten. Viele. Für die Fließbänder brauchte ich... Das hier unten sieht auch nicht gesund aus. Für die Fließbänder brauche ich... Eisen und Zahnräder. Das hier ist falsch. Es macht von außen nach außen. Das bringt gar nichts. So bringt das was. Und hier kommen jetzt mal die Chips rein, die wir oben gerade produziert haben. Holen wir mal kurz neue. 14, das ist echt nicht die Welt. So. Das haut jetzt schon mal besser hin. Hier brauchten wir Zahnräder und Platten. Also hätten wir gerne zwei Inputkisten, eine Exportkiste und ordentliche Stromversorgung bei Zeiten. Smart Inserter bauen wir auch mal. Du weg, du hin. Du weg, du hin. Mehr von den tollen Strommasten.
Smart Inserter ist da. Du nimmst dir bitte Fließbänder. Fließbänder. Und hier sehe ich schon wieder rote Science Packs auf dem Vormarsch. Grüne, die nicht hinterherkommen. Für Grüne fehlen Fließbänder und Ärmchen. Ja, bin ich dran. Keine Sorge, bin ich dran. Genau, also Stahlplatten und Zahnräder. Was sagt die Zahnradkiste?